Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Folge von Soul Mask. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, es schüttet sowohl im Real Life als auch im Spiel und das seit Tagen. Wir werden hier noch eine Art Balkon uns schaffen. Ich habe mir gedacht, wir werden so ein paar Gerätschaften hier nach außen verfrachten. Deshalb habe ich mir entsprechend die Strohfundamente jetzt schon mal hergestellt. Wir werden sie jetzt platzieren, dass wir hier auch ja, so einen kleinen Ausblick genießen können. Das finde ich so eigentlich ganz schön. So, was gibt es zu tun in dieser Folge? Wir werden jetzt hier erstmal noch... Ah, wir werden das so erstmal lassen. Hier kommt noch eine... Naja, werden wir so auch. Werden wir so lassen. Wir wollten Kleidung herstellen. Genau, wir wollten Gerätschaften platzieren. Ja, dann gucken wir mal in unseren Technologiebaum. Also das Basisschlachten. Den Schlachtertisch. Ja, den werden wir jetzt mal nach draußen verfrachten. Weil ich glaube, dass wir so haben wir schon, können wir schon Stoff herstellen. Ich meine, wir müssten eigentlich grober Stoff haben wir noch nicht erforscht. Könnt ihr so auch machen. Seht ihr das? Rechtsklick, dann könnt ihr das lernen. Hier oben, Grobstoffausrüstung. Ja, das machen wir jetzt. Und die Waffen machen wir auch, dass wir unseren Bogen bauen, weil wir auf jeden Fall uns im Fernkampf ausbilden wollen. So. Was zuerst? Ich denke, wir bauen uns jetzt erstmal ein paar Kleidungssachen. Wo ist es denn? Moment. Grober Stoff, ja. Den müssen wir erstmal herstellen. Hier. Machen wir mal, stelle alles her, gucken wir mal. Oha, okay, so viel brauchen wir nicht. Dann machen wir mal hier 42. Und dann werden wir als erstes mal uns... Das ist ein bisschen blöd, wenn das überlappt. Man sieht das manchmal nicht, aber... Vielleicht können sie das noch irgendwie anders ausrichten. Steinperle-Halskette werden wir uns herstellen. Und... Handschuhe. Und eine Hose. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt auch schon... Ne, ich glaube, er kann nur maximal zwei Sachen in die Warteschlange packen. Vielleicht können wir das irgendwann mal erweitern. Ah, jetzt können wir es eh machen. Strohhose. Kleidung. Jetzt die Hose hergestellt. Ja. Und Schuhe. So. Als Kette. Und ihr seht immer, dass... Warum das sich so verhält, weiß ich nicht, aber ich finde das ganz cool, dass wir Kleidungsstücke, das hat sicherlich auch was mit unserer Erfahrung zu tun, in unterschiedlichen Qualitätsstufen herstellen können. Jetzt nicht ausgewählt, sondern das wird wohl ausgewürfelt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Es ist ja genauso auch mit unseren Werkzeugen, dass die in unterschiedlichen Qualitätsstufen hergestellt werden. Jetzt werden wir uns erstmal hier bekleiden. Ach, da oben. So. Und dann brauchen wir noch einen Ring. Ich will einen Ring haben. Haben wir auch Ringe? Ringe brauchen wir einen Edelstein. Hier, Türkisring. Und da brauchen wir diesen Türkisstein. Und den findet ihr... Manchmal, wenn wir Steine zerkloppen,
Deshalb werden wir uns jetzt mal zu ein paar Felsen begeben. Vielleicht haben wir Glück, dass hier dieser Türkisstein droppt. Da haben wir Lehm bekommen, immerhin. So. Schaut euch das mal an, was. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich habe noch nie so eine geile Grafik gesehen. Unglaublich. Da seht ihr, jetzt haben wir Türkisstein zweimal bekommen. Oh. So, jetzt können wir uns den Ring noch bauen. Machen wir das jetzt so. Bauen wir uns den Ring. Und zwar... wo ist denn der Ring? Ring, 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 wo bist du? Komm, Ring. Da ist er. Stellen wir uns den auch noch her. Oh, immerhin blau. Maximale Lebenspunkte 33, Angriff 5,5, Armzähigkeit 33. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Aber wir werden es sicherlich noch rausbringen. Wir werden jetzt mal in unser Charaktermenü gucken. Das ist die Taste O. So, und ihr habt jetzt hier verteilbare Attributspunkte, ja? Kennt ihr ja schon von den ersten beiden Folgen. Oh, wir müssen was essen, sehe ich gerade. So, wir werden... in der Wahrnehmung wahrscheinlich mehrere Punkte investieren, weil hier auch der Bogenschaden erhöht wird. Konstitution ist die Ausdauer. Muss ich mal kurz lesen. Es ist sehr klein geschrieben. Ich hoffe, dass wir hier, dass das ein bisschen größer noch gemacht wird. Wiederherstellungstempo, Kraft ist wichtig, Belastbarkeit. Ah, wird hier auch die maximale Ausdauer und die Agilität. Ja, irgendwie finde ich es alles wichtig. Ah, und da sehen wir, das kenne ich ja noch gar nicht. Da sehen wir, wo wir jeweils stehen. In den jeweiligen Disziplinen sozusagen. Alchemie gibt's auch. Wow. Pflanzung, Töpferei. Töpferei. Lederarbeit, Handwerkskunst, Kochen, Rüstungsherstellung. Ah, nachdem du das... Belohnungslevel erreicht hast, kannst du einen beliebigen Effekt aus jeder Zeile auswählen. Ah, wow. Das ist ja der Hammer, oder? Okay. Und Beherrschung? Ach Gott, das kenne ich ja auch noch nicht. Ach, das ist das. Das wusste ich in der letzten Folge noch nicht. Ich dachte, dass wir uns da vielleicht irgendwie hochziehen können. Also das ist ein... Eine Waffe, wo wir den Gegner umstoßen können. Und wenn wir... Ah, und wenn wir dann sozusagen den Haken uns wieder, also den Speer uns wiederholen, wirken wir dann nochmal Schaden beim Gegner, weil es in dem Moment der Gegner zu uns hergezogen wird. Ist ja mega, oder? Gigaschlag, Gleitschritt, Schildschlag, Sprungschuss... Mega. Vierfach Tornadoschlag. Sonnenschutz. Man gelangt in Super-Rüstung-Status und reduziert Schaden um 50%. Wichtig. Okay. Fertigkeit. Wir gehen in die Wahrnehmung. Müsst ihr dann E drücken. Dann machen wir mal 3 Punkte in die Wahrnehmung. Konstitution machen wir 2. Kraft machen wir 3. Belastbarkeit. Machen wir einen und hier machen wir mal 2. Machen wir einfach mal so. So, mit Space bestätigen. Gut. Und wir sind wieder ganz voll. So, dann wollten wir... Was haben wir hergestellt? Die Waffen haben wir noch nicht hergestellt. Also, ein Hackmesser zum Häuten. Ein Holzspeer zur Verteidigung.
Holzbogen. Holzhammer habe ich das letzte Mal noch nicht hergestellt. Lasse ich jetzt auch mal. Holzschild ist wichtig. Käfernetz. Dient zum Fangen von Käfern und kleinen Tieren. Okay. Ah, Holzpfeile. Ganz, ganz wichtig. Da werden wir uns mehr machen. Da kriegt ihr pro Herstellung 5 Pfeile. So. Und jetzt werden wir uns das hier unten mal ein bisschen anders machen. Ui, Holzspeer auf Blau. Das ist ja schon mal sehr gut. Den packen wir dahin. Essen tun wir auf die 9 und auf die 0. Den Bogen nehmen wir auf die 1. Oh, können wir uns bei dem Bogen... Ich werde mir nochmal einen Bogen herstellen. Ich will keinen weißen. Ich will ein bisschen besseren haben. Das probieren wir aus. Steinhackmesser. Mal auf die 5. Das kommt hier noch weg. Auf die 6. Weil hier noch der Schild hinkommt. Oh, immerhin auf grün. Das ist gut. So, und dann haben wir hier... Das werden wir mal so machen. Obwohl, anders. So. Und den leuchtende Hüftlampe auf die 9. So, jetzt will ich nochmal versuchen im Bogen. Haben wir ein bisschen mehr Glück. Einen weißen bitte. Oh, lila. Ja, ist ja hervorragend. Der ist doch super. Okay, dann nehmen wir den als Ersatz. So, und wenn ihr jetzt die Pfeile hergestellt habt, die haben jetzt 115 Stück. Dann legt ihr die Pfeile einfach auf eurem Bogen drauf. Ja? Jetzt ist auch der Köcher als solches, den er trägt, ist jetzt mit Pfeilen, wenn wir jetzt den ausrüsten, ist der Köcher mit Pfeilen belegt. Hier sogar eine recht gute Position. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir im Dschungel unterwegs sind, um Tiere zu jagen, dass ihr einen Vorteil habt, wenn ihr irgendwo auf einer Anhöhe steht, wo das Tier nicht hinkommt. Also beispielsweise der Type hier, die sind im Nahkampf gar nicht so schwach. Und wir sind jetzt auch noch nicht so fit im Umgang mit Speer und Schild. Wir könnten jetzt problemlos hier auf so einen Stein kraxeln und davon dann den Type hier sozusagen behaken. Ich werde es jetzt mal von dieser Plattform hier machen. Er dürfte nämlich nicht hierher kommen. Aber er haut ab. Ja, kluges Kerlchen. Da gibt es unterschiedliche. Das war jetzt vielleicht ein Tier, was eher friedlich gesonnen ist. Es gibt aber, wenn ihr auf der Karte, gibt es ja... Ah, da sind wir, okay. Gibt es ja auch so Fragezeichen. Das sind dann irgendwelche Ruinen oder mysteriöse Orte. Und wenn ihr dann dorthin geht... dann habe ich auch schon Taipire gefunden, die hatten den Status wahnsinnig. Und wenn die, wenn ihr dort denen einmal Schaden zufügt, dann greifen die euch sofort an und machen auch gar nicht so wenig Schaden. So. Und was gibt es jetzt hier noch zu sagen? Ah ja, genau. Ihr habt mit der Taste Q, könnt ihr sozusagen eure Wahrnehmung schulen. Wenn ihr dann irgendwo seid, wo ihr noch nicht wart, drückt ihr Q. Dann macht ihr so eine Art Scan. Und dadurch scannt er einen gewissen Bereich vor euch, um eben zu schauen, gibt es dort Wildtiere oder gibt es da besondere gefährliche Tiere. Die werden euch dann entsprechend angezeigt. So, okay. Tun wir das mal wieder deselektieren. So, ich denke, ich werde hier mir noch eine Treppe hinmachen. Oder wir lassen das so. Ich hätte gerne so eine Art kleineren Balkon. So einen, aber ich weiß nicht, ob es sowas noch von gibt. Egal. Wir werden jetzt hier mal eine Gerätschaft platzieren. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal den Schlachtertisch. Bauplan habe ich schon freigeschaltet. Genau, dann müsste er auch zu finden sein. Schlachttisch. Oder wir müssen ihn suchen. Was brauchen wir? Ein Baumstamm, Hartholz und... Nee, Baumstamm und Hartholz. Okay, dann werden wir uns nochmal ein paar... Aber wir sind fast voll. Wir werden erstmal ein bisschen Sachen ablegen. Ein
ein bisschen Sachen ablegen. Zum Beispiel die kaputten Sachen. Baumstamm habe ich doch. Ich weiß nicht, geht das mit Rechtsklick? Nee, wie können wir das schneller rüberschieben? Verlegen. Verlegen können wir machen. Ja gut, aber wir können es auch so rüberziehen. Das ist egal. Haben wir genügend Steine. Steine machen viel Gewicht aus. Rohwand. Hier nehmen wir mal die Hälfte. Dann nehmen wir auch die Hälfte. So viel. Eigentlich müsste es jetzt langen. Schaut's aus vom Gewicht? Ja, besser. Okay, also den Schlachtertisch. Der braucht noch Holz, oder? Glaube ich. Schlachtertisch. Steine. Ah, 10 Steine, ein Baumstamm und Hartholz. 10 Steine. Wo waren die Steine? Mit einer Menge festlegen, aufteilen. Ah, 10 Steine. Die Tasche, das sind bereits voll. Ja, ich dachte, du willst. Machen wir es so. Aufteilen, 10 Stück. So. Hartholz haben wir gar nicht. Einen Baumstamm brauchen wir noch. Okay. Dann nehmen wir uns noch ein paar. Nochmal den hier. Da haben wir 8 Baumstämme und jetzt brauchen wir noch Hartholz. Muss ich mal gucken. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die etwas dickeren Stämme. Schauen wir mal, ob hier Hartholz ist. Nee, ist jetzt nicht. Doch, 15. Also die dickeren Stämme ist Hartholz. Eigentlich langen jetzt erstmal für den Schlachtertisch. Werden wir uns den jetzt herstellen. Der kommt direkt hier hin. Schlachtertisch. Schlacht. 1 herstellen. So, und dann werden wir mal gucken, ob wir da schon was machen können. Ich glaube allerdings nicht, weil wir haben bis auf Insekten haben wir ja keine Großtiere bis jetzt erlegt. Haben wir Hunger? Ja, wir haben Hunger ein bisschen. 7. 8. Hier den Schlachtertisch. Schauen wir mal hier hin. 6. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir den hin. Vielleicht hier hin. So, was können wir denn da machen? Aas, Bestienknochen, Bestienhaut, dicke Bestienhaut, Krokodilshaut etc. Pipapo. Okay. Passt erstmal. So, dann brauchen wir noch unbedingt. Warte mal, ich glaube, ich drehe den mir. Ich werde den mir drehen. Versetzen. Mit dem Mausrad könnt ihr es dann ausrichten. Ich glaube, das ist so besser. So. So, aber dann hier daneben. Noch uns die andere Sache bauen.
Also, das haben wir gemacht. Basistischlerei. Was können wir denn da herstellen? Oh, da brauchen wir... Ich glaube, das ist wichtig. Und Holztruhen, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Alles andere hier haben wir ja, glaube ich, gemacht. Basisgebäude. Das ist alles erledigt. Okay, dann gehen wir hier auf die Basistischlerei. Und Basistruhen. Ja, dass wir ein schönes Lager uns einrichten können. So, Tischlerei. Schauen wir mal, was wir da brauchen. Erstmal finden. Tischlerei. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Können wir nicht hier auch irgendwie in... Schreinertisch hier. Können wir den schon? Nein. Baumstämme. 13 Stück. Okay, wir reparieren das mal. Holz. Die ganz großen Bäume hier könnt ihr nicht fällen. Das glaube ich wäre auch ziemlich unrealistisch. So. Das haben wir noch gar nicht gemacht hier. Das fehle ich jetzt auch mal. Ich bin schier begeistert von dieser Grafik. Unfassbar. Hört euch mal das an. Hört euch mal dieses geile Bild an. Es ist... ist doch der Wahnsinn. Es tut mir leid. Ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Krass. So, was haben wir denn hier? Glaube ich, waren es, die wir noch brauchen. Ach, das war auch Hartholz. Okay, ich korrigiere. Also es sind nicht immer die ganz dicken. Müssen wir mal genau darauf achten, wie sich die Bäume voneinander unterscheiden. Hier zum Beispiel haben wir auch mal einen ganz anderen Baum. Was war denn hier? Okay, das waren normale Baumstämme. Den nehmen wir noch, aber ich glaube, dann ist meine... Oh. Gleich hin. Oh, haben wir Glück, dass wir das noch mitnehmen konnten. Okay. Dann schauen wir mal. Weiß mir gerade einfällt, ich zeige euch mal was. Ihr habt, wenn ihr Schild und Speer ausrüstet, jetzt seht ihr unten rechts dieses F. Das ist das, was wir vorher gelesen haben. Also wenn wir jetzt irgendwo einen Gegner oder ein Tier, mit, vielleicht geht es mit Tieren auch, wenn wir auf das schießen, drückt ihr F. Und wenn ihr dann wieder F drückt, dann zieht er den Speer zurück. Und verursacht durch den Zug auch nochmal Schaden beim Gegner. Und ihr könnt so, ihr könnt mit Linksklick zustechen, mit Rechtsklick blocken. Wie allerdings dieser, was ist denn F? Boah, Hammer! Hey, kannte ich noch nicht. Und ihr könnt aber auch, wenn ihr die linke Maustaste gedrückt hält, dann macht er so eine ganz schnelle Schlagabfolge von dem Speer. Je nachdem, wie viel Ausdauer ihr habt. Und das kann man natürlich sehr gut kombinieren mit dem und dann dem. Da macht ihr schon ziemlich viel Damage. So, den gehen wir wieder raus. So, machen wir noch den Tisch. Ich hätte gerne hier eine Leiter und keine Treppe. Hier kommt jetzt auf jeden Fall der Tisch hin. Schreinertisch, jawohl. Und gib ihm.
hergestellt. Wo ist er? Ach, da ist er, auf der 6. So, dann werden wir den jetzt mal hier hinsetzen. So. Und da können wir höchstwahrscheinlich jetzt Holzplatten, so ist es, Holzplatten herstellen, die wir auch benötigen. Und das, meine Lieben, schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn wir unsere Werkbank bauen, um dann auch unsere defekten Werkzeuge, die wir ja leider auch schon haben, wieder zu reparieren. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. So, jetzt werden wir hier auf jeden Fall mal ein paar Holzplatten zur Planliste hinzufügen. So, das steht jetzt stagnierend. Was bedeutet das? Was muss hier rein? Es kann Schreinertisch auf Level 1 befördert werden. Einsetzbares Aufwertungsmaterial. Was muss denn da rein? Wie bitte? Okay, das habe ich... Hä? Habe ich noch nicht verstanden. Das schauen wir uns nochmal kurz an. Was? Schreinertisch Teil 1, Schreinertisch Teil 2, Schreinertisch Teil 3. Dann müssten wir das... Moment. Haben wir das noch nicht freigeschaltet? Da ist die Handwerkerbank. Nein, das machen wir in der nächsten Folge, das haben wir gesagt. Schreinertisch Teil 1. Wo kann ich das denn? Bewusstseinsstärke 3 ist erforderlich. Bewusstseinsstärke... Ah, Bewusstseinsstärke 2. Guckt mal, das können wir noch nicht bauen. Haben wir denn jetzt hier Maskenlevel? Wir können hier, das leuchtet auf, wir können aber noch keine Punkte setzen. Okay, das scheint noch nicht zu funktionieren. Erst ab Level 3 können wir... Aber es kann Schreinertisch auf Level 1 befördert werden. Das verstehe ich nicht. Was wollen die denn hier? Holzplatte. Stagnierend. Krass, was man da alles einstellen kann. Holzgriff. Moment, Gegenstände, die hier von Stammesmitgliedern hergestellt wurden, werden nicht automatisch in die Lagertruhe verschoben. Nee, das ist es nicht. Okay, das verstehe ich noch nicht. Wie können wir hier... Repariere alles. Beim Reparieren von Gegenständen an einer Werkbank... Mit einem Betreuer wird der Betreuer automatisch die Reparaturmaterialien entnehmen und die Reparatur beginnen. Der Betreuer? Welcher Betreuer denn? Ach! Es kann gut sein, dass wir später auch NPCs bekommen, die dann für uns arbeiten. Könnte ich mir vorstellen. Meine Lieben, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden dann weitere Gerätschaften platzieren und dann mal auf die Jagd gehen, würde ich sagen. Dann gucken wir uns mal ein bisschen, was wir so Schönes entdecken. Bis dahin, euch alles Gute und bis bald.